Hallo Zwillinge und herzlich willkommen zum September-Impuls. Wir schauen mal rein in den Monat und gucken, was ist wichtig für den einen oder anderen Zwilling. Und hier ist schon mal das Geben und Nehmen drin, das Ausgleichen, Entspannung, ja, Luxus vielleicht auch für den einen oder anderen. Und wir haben den Narren. Ja, hier geht's in ein neues Abenteuer. Ja, hier eröffnen sich neue Möglichkeiten für dich im September. Und damit geht auch so eine, ja, positive kindliche Aufregung hervor. Und ja, möglicherweise findest du dich auch selbst, beziehungsweise auch die Fülle in deinem Leben jetzt endlich. Und gehst hier auf jeden Fall mit ein bisschen Sorglosigkeit und Optimismus im September vorwärts. Das sieht doch schon mal sehr, sehr gut aus. Was hat sich denn hier auf den Kopf gedreht? Ja, es geht wunderbar weiter hier. Die Acht der Schwerter auf dem Kopf bedeutet so viel wie, du lässt hier alte Blockaden los, du lässt hier Hemmungen los, du versperrst dich auch nicht mehr deinen Optionen, deinen Möglichkeiten, deinen Wegen, die du gehen kannst, du probierst dich aus. Grundsätzlich bist du gerade für alles offen, was in dein Leben reinkommen möchte, sei es Liebe, sei es berufliches Weiterentwicklung, vielleicht auch eine Festigung deiner Partnerschaft oder eine Veränderung in deinem Business, je nachdem, was dein Thema ist. Also du bist hier wirklich offen für alles, du bist komplett vogelfrei in dir selbst und dementsprechend natürlich auch bereit, hier neues Dasein zu finden. Ja, du guckst, wo der Weg dich hinführt. Andere würden sagen, du bist naiv. Ich sage, du machst alles richtig, weil du dich auf alles einlassen möchtest. Wir haben hier das Gedankenkarussell noch so ein bisschen liegen und den Buben der Münzen. Hier gibt es gute Nachrichten für dich, gute Nachrichten zum Einkommen. Ja, die Neun der Schwerter, das Gedankenkarussell, sind hier noch so ein bisschen kleine Ängste, die eine Rolle spielen, aber die Neuner sind ja auch eine Abschlussenergie. Hier findet in einer Angelegenheit eine innere Aufarbeitung statt. Ja, vor allen Dingen hast du hier Gelegenheit, Mut zu finden, damit du dich auf die positiven Dinge im Leben konzentrieren kannst. Innere Aufarbeitung ist insofern auch wichtig, weil du dich hier auch nicht mehr von deinen, ja, Hemmungen und Blockaden beschränken lässt, einschränken lässt. Und das sorgt natürlich auch in gewisser Weise dafür, weil du hier rausgehen möchtest, dass du eben gute Nachrichten bekommst. Dass hier ein Anfang vielleicht auch ist, für etwas Neues, beruflicher Natur. Grundsätzlich geht es darum, jetzt Pläne zu verwirklichen. Pläne verwirklichen im Sinne von zurück in die Erdmagie, zurück auf die Basis, ja, auf den Grund. Und wir haben hier ein Gegenüberliegen mit dem Schwertkönig. Das, die Person kann männlich, weiblich sein, kann mit der Liebe, mit dem Beruf, mit der Familie, Freundschaft zu tun haben, whatever. Irgendjemand ist hier an deiner Seite, ist dir auch nicht unähnlich. Wir haben hier auch einen Verstandesmenschen liegen, ihr seid ja ebenfalls Luftenergie. Es kann auch durchaus sein, dass es deine eigene Energie ist, auch das ist möglich, dass du hier auch eine faire Entscheidung triffst für dich selbst. Ja, dass du vielleicht auch einen von den fundierten Ratschlägen, die du selbst immer gibst, die jetzt mal selbst zusprichst, auch das kann eine Bedeutung haben. Es geht auch darum, einfühlsam zu sein, tapfer und mutig zu sein. Ja, also wenn du das jetzt nicht bist, dann weiß ich auch nicht. Jemand, der wirklich vogelfrei ist und sich in neue Abenteuer stürzt, ist natürlich auch mutig. Von daher kann das auch durchaus mit dem Schwertkönig deine eigene Energie sein, weil du dich jetzt eben über deine, ja, Ängste, deine Sorgen stellst und hier auch bereit bist, praktisch mit Neuem umzugehen. Du bist also gut vorbereitet. Irgendjemand startet hier auf jeden Fall etwas Neues. Wir gucken mal weiter. Was bekommen wir denn hier noch für den ein oder anderen Zwilling? Was hat sich denn da auf den Kopf gedreht? Das Ass der Kelche. Ja, hier ist noch so ein bisschen eine blockierte bzw. unterdrückte Emotion. Ja, irgendwas in dir, sei es Wut, sei es Trauer, möchte gerne noch aufgearbeitet werden. Weil, wenn das nicht der Fall ist, dass du es aufarbeitest, dann entsteht hier eine Verletzbarkeit, weil beziehungsweise eine Beeinflussbarkeit, weil
du mit dieser Energie natürlich nicht in die emotionale Öffnung reingehen kannst. Ja, wir sind hier sehr viel in der Luftenergie, sprich in der Verstandesenergie und auch ein bisschen in der Erdenergie drin. So, wenn wir jetzt Luft und Erde zusammenpacken, mit was können wir das Ganze verbinden? Mit Wasser. So, und du brauchst einfach auch Emotionen, um beruflich, liebestechnisch vorwärts kommen zu können. Und wenn du deine Emotionen dauerhaft im Verstand hältst und damit quasi Nebel produzierst, dann ist dein Blick unklar, gerade auch für die schönen Dinge des Lebens. Hier war vielleicht eine falsche Liebe in der Vergangenheit, vielleicht hast du dir auch eingeredet, dass du so einen Menschen liebst, ne? Luftenergie kann das sehr, sehr gut. Hast dich auch daran festgehalten, aber irgendwann hast du dann doch gemerkt, okay, mein Herz sagt was anderes. Ja, in meinem Herzen war keine Liebe, die Liebe war nur im Verstand. Das kann durchaus auch mal ein bisschen niederschmetternd sein, aber letztendlich ist es hier an der Zeit, Selbstliebe zu pflegen, deine Gefühle nicht zu unterdrücken, ja, und dich auch wieder der Liebe zu öffnen, weil sonst blockierst du dein Potenzial für die Liebe. Man muss es einfach so sagen, wie es ist. Was bekommen wir denn noch? Der Stabkönig. Ja, hier wird's feurig. Hier kommt eine neue Dynamik rein. Hier kommt neue Willensstärke rein. Hier kommen neue Ideen, neue Projekte rein. Hier kommt neues Selbstbewusstsein rein. Und vor allen Dingen kommt hier auch in gewisser Weise Reife rein, gepaart mit Erfolg. Es kann deine Energie sein, es kann aber auch sein, dass wir hier wieder eine andere Person drin liegen haben, die jetzt so ein bisschen, ja, so ein bisschen deine impulsive Energie oder ein bisschen mit auf deiner impulsiven Energie mitgeht. So kommt mir das rein, ja, weil du bist hier gerade im Ausbruch, im Aufbruch, in der offenen Bereitschaft auch wirklich für neue Abenteuer, auch wenn du feststellst, du bist hier emotional noch so ein bisschen blockiert, ja, du arbeitest vielleicht noch eine alte, falsche, vermeintlich falsche Liebe auf, so kommt jetzt dennoch etwas Dynamik in die ganze Angelegenheit. Der Stern fällt auf den Kopf. Das sagt mir so viel wie, bedrückte Hoffnung. Eigentlich war hier wirklich alles so schön und jetzt kippt das Blatt. Du hast keine Hoffnung, dass es hier mit irgendjemandem oder irgendwas klappt in der Situation. Ja? Und dann kann es nämlich passieren, dass sich das hier auch wieder wendet und du anfängst, übertriebene Sorgen zu haben. Ja, die übertrieben Ängste zu machen, in einen lähmenden Kreislauf zurückzufallen, lieber Zwilling, ja. Der Stern auf dem Kopf ist wirklich eine Mahnung, in der Erdung zu bleiben, ja, dass du deine Erdung nicht verlierst, dass du hier nicht im Selbstmitleid dich schwelgst, dass du nicht in so eine Sinnlosigkeit hineingehst. Ganz gleich, was dein Thema ist, egal ob Beruf, Liebe, dass du nicht sagst, ach, das ist doch eh alles sinnlos. Ja, das ist doch eh wieder die falsche Liebe. Was ist, wenn ich mir da nur was drauf einbilde und dann wird es wieder nicht erfüllt? Ja, dann war es eine Lektion für dich. Ja? Dann war es wirklich eine Lektion für dich. Das Ass der Stäbe. Auch hier Neuanfangsenergie. In dem Fall feurig, dynamisch, leidenschaftlich. Ja. Hier gehst du mutige Schritte nach vorne, vor allen Dingen auch, weil du Erleuchtung bekommst. Erleuchtung in Form von neuen Ideen. Ja. Erleuchtung bekommst im Sinne von neuer Inspiration, die reinkommt. Und es ist letztendlich auch deine Initiative, die dafür verantwortlich ist, jetzt hier weiterzugehen. Du hast dich ja schon entschlossen, aufgrund von Entspannung hier in ein neues Abenteuer reinzustürzen und hast gesagt, okay, du machst jetzt deine Grenze auf. Dann kommt etwas Neues auf dich zu und du wirst hier konfrontiert mit Energien und die dich auch so ein bisschen noch in deiner emotionalen Blockade triggern und plötzlich denkst du, ach nee, das kann ja nicht sein. Ja, Selbstmanipulation, sich selbst etwas vorlügen.
Aber dann erkennst du doch noch am Ende, dass es hier wichtig ist, in der Initiative zu bleiben, das Potenzial und die Gelegenheit dementsprechend auch zu nutzen, um hier in den Neuanfang reinzugehen. Letztendlich entscheidest du, lieber Zwilling, was du daraus machst, ob du dich davon unterkriegen lässt oder ob du wirklich sagst, nee, ich musste hier noch mal kurz so ein bisschen mich emotional triggern lassen, aber letztendlich damit zu erkennen, dass es schwachsinnig ist, sich einzureden, da wäre keine Hoffnung, da wäre keine Chance, da wäre der falsche Weg. Was kriegen wir hier noch vom Orakel als Impuls für den Zwilling? Dein Mut und deine Stärke entfachen ein Feuer in dir und deine unendlichen Möglichkeiten werden dir bewusst. Neue Herausforderungen wollen gemeistert werden. Das geht nur, wenn du dich mit deinem Empfinden auseinandersetzt und deine ruhige Kraft nutzt. Weißt du Bescheid, lieber Zwilling? Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen, fürs Liken, Kommentieren und Abonnieren und freue mich auf die nächste Legung mit euch.